Aufpassen, aufpassen. Es wird schon schwieriger. Man sieht auch, aber es ist schwieriger. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Gegner wesentlich mehr aushalten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Gegner nicht mehr direkt aus Fleisch und Blut sind, sondern eher so Steinwesen. Zumindest dieser, dieses Bildnis, Bildnis, Palastbildnis. Ich bin ein Frosch, ne? So, nebenbei. Ist ja nichts Neues, Jelly. Quark, Quark. Danke. Das ist deine neue Roleplay-Rolle. Ich schlafe. Oder auch jetzt nicht mehr. Oh, was mir gerade auffällt, nachdem wir jetzt hier 2 Stunden drin sind, gefühlt, dass wir auch einen LB-Balken haben. Ja. Haben wir noch gar nicht benutzt, der Wahnsinn. Das ist uns nicht aufgefallen, da wir ja das letzte Mal zu dritt drin waren. Da gibt's das ja nicht. Oh, dieser Schlaftyp nervt. Kann man das Ding auch unterbrechen, das Fiepsen? Ich versuche die mal zu silenzen, sollte das nochmal machen. Komm, trau dich. Fieps los. Der tot, okay. So, gut. Dann schauen wir mal. Also, Nanu hat noch geschrieben, ich finde es schlimmer, wenn sich die eigene Gilde selbst zerstört. Ja, klar, wenn sich eine Gilde komplett zerlegt und zerstreitet, das ist natürlich der Worst Case. Ich glaube generell, dass in der Gilde sehr wichtig ist, dass man... Ich unterbreche den. Ne, geht nicht. Fiepsen geht nicht. Unterbrochen. Nein. Ja, toll. Ich stehe doch weit weg. Wir sind alle am Schlafen jetzt. Da muss man da weg sich drehen, oder ich stehe doch weit weg von allen. Müssen halt, keine Ahnung, ich denke, dass es auf eine Person geht und wenn die Person mit den anderen zusammensteht, dass sich das halt verbindet. Naja, sowas wollte ich sagen. Ja, zum Thema Gilde und so weiter und selbst zerstören. Ich muss sagen, ich glaube, es ist sehr wichtig in der Gilde, dass du eine gute Grundstruktur hast. Und das meine ich wortwörtlich in der Hinsicht, dass du Leute haben musst, die so eine Säule bilden. Das heißt, einen festen Kern, nenne ich es mal so nett immer. Ja, das heißt, du brauchst Leute, im besten Fall so 4 Leute mindestens, egal ob große oder kleine Gilde. Inkludiert natürlich auch den Gildenleader und dann noch ein paar andere Leute, die halt wirklich auch so das Rückgrat der Gilde sind und auch, falls mal Unstimmigkeiten aufkommen, auch als Ansprechperson vielleicht am Start sind. Denn jetzt auch klein oder groß, die sind alle nur Menschen und da gibt es halt Probleme. Und da ist halt wirklich wichtig, so eine gute Gildenstruktur zu haben mit einem festen Kern, der sich dann auch dafür verantwortlich fühlt. Damit sowas nicht passiert, dass die komplette Gilde sich zerfleddert. So, Cyborg hat noch geschrieben, schöne Grüße an Mishu. Ja, werden wir ausrichten. Einerseits über den, ja, über diesen Stream. Ich weiß ja, dass er sich die Folgen später auf meinem YouTube-Kanal anschaut, der Mishu. Also natürlich liebe Grüße an den Mishu von uns allen. Fühl dich gedrückt. So. Und Aguan hat noch geschrieben, ich muss auch sagen, wenn ich mittlerweile höre, Raid-Tage Dienstag, Mittwoch, Freitag oder was auch immer, wird mir schlecht. Warum das denn? Früher wollte ich immer raiden. Früher wollte ich immer raiden, jede freie Stunde. Ich glaube, On-End-Content-Raidern werde ich nie wieder. Ich meine das jetzt nicht böse oder so, aber ich finde, dass Raiden ein Real-Life-Zerstörer ist. Nicht persönlich nehmen. Naja, was heißt Real-Life-Zerstörer? Also, es ist ja immer einem selbst überlassen, wie viel Raid-Zeit man hier im Spiel investieren möchte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, zu World of Warcraft-Zeiten, da war man noch jung und agil. Und da war man vielleicht noch ein bisschen verrückter. Und da habe ich natürlich auch wesentlich noch mehr Raid-Tage gehabt als jetzt. Und ich muss sagen, wer mich mit fragt, war das vielleicht früher bei 4 oder 5 Raid-Tagen eine verschwendete Zeit und bereust du es, würde ich sagen, nein. Denn das Thema hat man gerade gehabt, auch durch diese Zeit, also durch diese intensive Zeit im Spiel, habe ich ja auch viele Kontakte geknüpft und wie wir es gerade eben herausgehört haben, habe ich auch viele dieser Kontakte auch jetzt noch und das finde ich ja nichts Schlechtes. Und wie gesagt, jedem ist es ja selbst überlassen, wie viel Zeit man investiert. Natürlich ist es wichtig, dass jeder das selbst, naja, selbst dazu in der Lage ist, dich zu bestimmen und nicht irgendwie in so ein Suchtverhalten reinfällt. Und deshalb
Ich muss sagen, 3 Raid-Tage aktuell ist voll und ganz okay. Mehr will ich gar nicht. Im Optimalfall sogar eher 2 Raid-Tage, ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, Melli sieht das auch so, oder? Was denkst du, Melli? Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, mir würden mittlerweile auch 2 Raid-Tage reichen. Es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man halt voll berufstätig ist und einen eigenen Haushalt führt, seine Sozialkontakte noch versucht zu pflegen, etc. Da kommt ja einiges zusammen, was man sozusagen im Real Life alles, wofür man sich halt Zeit nehmen muss und natürlich auch möchte. Und da ist es manchmal schon sehr schwierig, den Raid noch runterzubringen, auf jeden Fall. Ja, aber also jetzt so aus Real-Life-Killer, das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht verstehen, denn wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen, wie viel Zeit er dann in das Raid investiert. Es gibt ja auch genug Leute, die zum Beispiel auch wirklich nur 2-mal die Woche raiden. Und darum, ob man jetzt, ich sage mal, 2 oder 3-mal die Woche, 2 bis 3 Stunden die Zeit nimmt zum Raiden, nimmt jetzt hier nicht das ganze Real Life weg, in gar keinen Fall. Naja gut, es kommt darauf an, was du auch dir persönlich vornimmst zu erreichen. Wenn du natürlich jetzt hier einer bist, der sagt, ich bin so ehrgeizig und möchte jetzt hier mein First Kill reinhauen, oder dann kommst du mit 2 Raid-Tagen nicht aus, aber da muss man halt auch seine eigenen... Also muss man es im Einklang bringen, die Zeit, die man zur Verfügung hat und aufwenden möchte, mit dem, was wirklich realistisch dadurch erreichbar ist. Und ich verstehe Agroando, der sagt vielleicht, okay, ich möchte natürlich so viel wie möglich halt erreichen, auch was Raiden betrifft, auch allgemein, und alles konsumieren und alles wahrnehmen. Da muss man halt schon sehr viel Zeit auch ins Spiel investieren, das muss ich ganz klar sagen. Ich meine, ich habe auch meine 3 Raid-Tage, ich komme effektiv, also so richtig zum Spielen, eher am Wochenende, aufpassen, fiepsen. Nur am Wochenende. Und da ist es einfach schon so schwer, wirklich alles zu konsumieren, was Final Fantasy XIV mit sich bringt. Einerseits vom Raid-Content durch die 3 Raid-Tage, andererseits durch die ganzen Events, dann auch die Geschichte mit den ganzen Jobklassen, mit den Berufen. Wenn man das alles nutzen möchte, was im Spiel zur Verfügung steht, dann ist das natürlich ein Zeitkiller. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Das muss jeder wissen, möchte er das auf sich nehmen und hat er, also was für eine Grunderwartung hat er vom Spiel und an sich selbst. Zum Thema Grunderwartung, ich meine, Jelly, du hast es ja auch eben auch gesagt, du würdest ganz klar sagen, du gehst es ganz entspannt an, so wie es früher war, würdest es also nie wieder zukommen lassen, dass du zu, also komplett dich im Spiel, also jetzt verlierst, aber zu viel Zeit verbringst. Sagen, so leise. Ja, das ist mein Headset. So schlimm, du kriegst ein neues Headset von mir. Immer braucht das 5 Sekunden, bis es mal warm wird. Ja, ist jetzt besser? Ja, jetzt darfst du. Wunderschön. Also Raiden würde ich nie mehr wieder, ja, weil ich genieße es einfach, an PC zu gehen, wann ich das möchte und wieder auszumachen, wenn ich das möchte und nicht dieses Gefühl haben, oh, ich muss jetzt und eigentlich habe ich jetzt keine Lust oder ich bin heute zu müde oder ich würde lieber mit einer Freundin telefonieren oder irgendwas anderes machen, ja, und deswegen würde ich das nie mehr wieder machen. Hilfe! Oh nein! Oh Gott, Mimik! Ohne Falle, oh nein! Jelly, kurz vor, würdest du denn auch, also würdest du sagen, es war, wie du es früher betrieben hast, eine verschwendete Zeit, oder sagst du, nö, es war eine Erfahrung, aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, man hört dich gar nicht, aber red mal ein bisschen vor dich hin, wie ist das Wetter? ja, das Wetter ist dunkel, ne? Ich sagte, wir sind laut genug, was weiterreden. Ja, schön. Ja, ich höre dich nicht. Du weißt, dass ich das nicht kann. Was war jetzt auch die Frage? Oh Gott. Die Frage war, die Zeit, die du früher mit uns und mit mir in World of Warcraft verbracht hast, als Beispiel, würdest du sagen, dass es eine verschwendete Zeit gewesen ist vom Zeitaufwand, weil es ja extremer war? Oder sagst du, nee, das hat sich doch alles gelohnt, hat gepasst? Nee, damals war das vollkommen okay. Also ich fand das so gut, wie es war. Jelly hat einen Clown gefrühstückt. Piepsen. Oh oh. Wir stehen zusammen. Weg da. Ich stehe am Arsch der Welt und trotzdem gesleept. Was soll das? Oh Gott. Au. Mich haut eine Eule.
Wir haben zum Glück den zweiten Mob nicht geaddet, ne? Achso. Wir hatten gerade Riesenglück. Und ich sag ja, jetzt könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie das ist, wenn man das alleine machen würde. Wieso stressig, da hab ich einen Herzinfarkt. Es ist halt auch tatsächlich so gewesen, ich hatte so unglaublich Angst vor den Fallen. Ja, wobei die man ja auch aufdecken kann mit dem richtigen Item. Ja, wenn, aber du wolltest ja nicht gleich direkt alle verschwenden. Die hast du ja auch dann letztendlich, also ich habe sie zumindest immer nur eingesetzt, bevor ich dann halt auch wirklich beim Safe Point war. Ja. Apropos, wir haben doch Manticore, wollen wir den nicht auch mal zeigen? Der war doch für Trash drin, ne? Ja. Willst du jetzt schon machen? Wir sind auf 29. Ja, darf ich den machen? Ja. Ich mach. Ich. Warte! Oh! Geh schnell, bevor es ausläuft! Achso, das ist Zeitbegrenzt. Geh ragen! Ja, ich geh ragen, warte, ich komm! Rage! Rage! Ich knüppel! Rage, One-Hit Rage! Wie sind noch zwei Mobs? Wo sind noch mehr? Wo sind die denn? Sackgasse! Na toll! Deswegen sag ich erst einsetzen, wenn du bei den Mobs bist. Ja, das sagst du jetzt. Halt. Ich hab doch gesagt, halt. Ja, war zu spät. Warte, ich muss schneller durchragen hier. Hier sind, hinter dir ist ein Mob. Ist egal. Nimm den mit. Nimm den mit. Einfach keinen. Ich rage jetzt hier sowas von durch. Einfach alles zu mir. Pull die alle zu mir. Edit die mal alle ran. So, ich hab noch 18 Sekunden Rage Time. Das ist der Wahnsinn. Geht direkt meine Schelle hier. Oh, respawn. Die Mob kommt? Ja, die kriegen alle eine Schelle von mir. Max Spencer Style hier. Bam. Gefällt mir. Da ist noch einer. 3 Sekunden und zack. Einmal weggeklatscht. Ja, wie lange war das? Ist das eine Minute oder was? Ja. Okay, sehr cool. Aber wir waren vom Thema gekommen. Jelly, wieder beruhigt? Ja. Danke. Ja, das Mikrofon ist wieder leise. Das heißt, ein bisschen was sagen. Dann fängt das wieder von vorne an. Jetzt ist gut, jetzt passt. Also erzähl. Wegen verschwendeter Zeit, ja, nein, passt das. Hab ich doch schon. Ich habe doch schon gesagt, nein, ich fand, das war keine verschwendete Zeit. Ich fand es schön, so wie es damals war, aber ich würde es halt nicht nochmal machen. Boah, wer atmet denn so schwer? Die Rinn. Was ist los, Rinn? Diese Schnappatmung? Ich habe gar nicht geatmet. Ich habe im Chat geschrieben. So ausgesehen, das wärst du. Ja, oder Jenny, egal. Passt schon. So. Ich weiß gar nicht. Also, das heißt, nach dieser Ebene ist doch schon der Boss wieder, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir werden heute definitiv nicht mehr Level 60. Das müssen wir verschieben. Glaube ich zumindest. Oder ich weiß nicht. Der ist wieder zu spät sonst. Wir machen das jetzt noch fertig. Und dann jetzt schon mal der Aufruf an euch da draußen, Leute. Leute, ihr steht an. Kommt bitte jetzt, also die Leute wissen eh Bescheid. Kurz vor Ende eines Livestreams, so die letzte halbe Stunde eines Livestreams, ist es halt so üblich, dass wir uns bei meinem kleinen Häuschen treffen. In Lavendelbeeten, Bezirk 7, Haus Nummer 24, ist ein kleines Häuschen. Und ich würde jetzt mal den Aufruf starten, wenn ihr wollt und Lust und Laune habt, kommt auch gerne vorbei. Da werden wir uns jetzt hier gleich treffen, sobald wir dann hier raus sind. Und ich würde es freuen, euch da wieder begrüßen zu können. Und dann werden wir noch ein paar Punkte ansprechen. Unter anderem die Community-Fragen. Dann haben wir eh wahrscheinlich schon wieder gleich 12 Uhr. Meine Güte, schon wieder Überlänge des Livestreams. Unglaublich. So, Nanoa schreit auch noch gerade Yokai und Lotto. Ja, genau, Yokai, das ist hier ein Event, was auf uns zukommen wird ab dem, ich glaube, 26.07. Das werden wir gleich da im Häuschen bei mir thematisieren. Großes Thema. Und natürlich Lotto, das mache ich auch noch. Ja, keine Sorge. Das machen wir definitiv, bevor ich ins Haus gehe. So, und... Mach die Succubus wieder. Ich mache Doppel-Succubus. Das bringt aber nicht so viel. Du willst ja erst die Stacks aufbauen und dann wieder rausgehen. Aber die Stacks, also der Cast macht doch auch Schaden, oder nicht? Ja, aber du machst irgendwann mehr. Aber es gibt nur 5 Stacks. Ja. Na toll. Na gut, ich gehe raus. So. Also mit der Succubus ist ja easy peasy hier. Ich sag ja,
mit den Items. Man muss halt aufpassen, wie du die Items einsetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt in ihn rein. In ihn reinstellen? Man das au, kennt. Au. Ja, Ring der Angst. Ist halt eine Fähigkeit, die kennt man ja schon. Ja, ist ja hier alles tiefenentspannt. Fertig. Tiefenstürmer 3 Errungenschaft bekommen. Jetzt kannst du mich übrigens noch zeigen, schnell. Ich habe noch 7 Sekunden. Ja, ja, ich zeig dich. Hier, guck mal, da ist die Rinne. So sieht sie wirklich aus. So sieht Rinne wirklich aus. Oh. Das ist die Verwandlung. Also das ist die Verwandlung. So sieht Rinne verwandelt aus. So. Okay. Gut, haben wir es auch hier geschafft, wa? So, das heißt, Stand der Dinge ist, wir haben jetzt Level 49 erreicht und die Batschal-Waffe ist bei uns auf 14, sowie auch die Rüstung. Und wir haben natürlich noch ein paar, ja, Spezialgegenstände am Start. Wuff, wuff. Sei grüßt, der Hund von Rin. So, Tongefäß. Den hat man aber gehört? Ja. Der ist voll weit weg. Ja, aber wenn er bellt, dann hört man den. Ja, aber das ist, ich hab das sogar kaum gehört. Ja, das war in den Ohren. Glaubt man das? Okay. Gottes Willen. So, die Dame, die kennen wir ja schon. Die gruselige Dame. Ja. So, was hast du denn hier? Du kannst diese Woche keine Traditionspunkte mehr bekommen. Och, wie schade. Bin ich schon am Cap. Herrlich. So, da sind wir auch wieder. Und jetzt gehen wir mal raus aus der guten Stube. Mal rausgehen. Speichert tut das ja alles alleine, ne, Rin? Ja, ich glaube schon. So war das. So, Geotour hat geschrieben, die Succubus sollte es mal als Kostüm geben. Ja, das wäre nice. Und am besten noch fliegen. Oder die Succubus als Mount, wäre auch interessant. Ja, warum nicht? Cool. So, an der Stelle vielen Dank natürlich, Jelly, dass du am Start warst. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch Melly und Trin. Bitteschön. Magst du gleich auch noch ins Häuschen kommen, Jelly, oder magst du lieber ein bisschen jetzt weiter leveln? Nee, ich komm gerne nochmal mit. Okay, super.